Demokratie, die wir leben, ist heute eine weitgehend simulative. Die Hoffnung ist hier auf diesem Platz. Wir leben sous un régime meurtrier qui doit être changé radicalement et nous pouvons le faire. Chacun doit lutter là où il est né. Das sind Ausschnitte aus der neuen Dokumentation Der Optimismus des Willens über Jean Ziegler, Kapitalismuskritiker, Globalisierungskritiker, ehemaliger UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und heute unser Gast. Herzlich willkommen, Jean Ziegler. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend. Herr Ziegler prangert in diesem Ausschnitt, Sie haben es gesehen in den Untertiteln, ein mörderisches Regime an von Konzernen und Kapitalismus, das für Armut und Ungleichheit auf der Welt verantwortlich sei. Und wir diskutieren heute darüber, liegt da die Verantwortung oder ist Kapitalismus, sind Konzerne im Gegenteil der Schlüssel dazu, diese Probleme zu bekämpfen? Und zwar mit folgender Runde. Rahim Tagizadegan ist für uns als Ökonom und als Philosoph Anhänger der liberalen Schule und Gründer des Thinktanks Scholarium. Das heißt, dass Sie stehen eher für Wirtschaftsliberalismus. Irene Salzer ist Sprecherin und Aktivistin bei der Bergbauernvereinigung und bei der Kleinbauernvereinigung Via Campesina. Das ist eine internationale Vereinigung von vielen Millionen Kleinbauern. Ich glaube, hunderte Millionen Kleinbauern sind da vereinigt. Und Timo Schmidt-Lort, geschäftsführender Vorstand bei Bayer, ein großer Chemiekonzern. Bei der Stiftung. Bei der Stiftung, genau. Also tätig bei Bayer, einem Chemiekonzern, jetzt auch mit Monsanto. Schönen guten Abend. Und Sie sind konkret zuständig für die Stiftung, also für das Stiftung und Spendenwesen bei Bayer. Herr Ziegler, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Sie haben sich diesen Kampf gegen Konzerne, gegen Kapitalismus als ein Lebensziel gesteckt. Das, die letzten Jahrzehnte sprechen Sie über dieses Thema sehr, sehr engagiert. Warum haben Sie Konzerne jetzt konkret, um damit zu beginnen, nicht als Partner eingesetzt in Ihrem Kampf gegen Hunger zum Beispiel und um Menschenrechte, sondern immer eher als Gegner gesehen? Also wir leben in einer kannibalischen, absurden, total absurden Weltordnung. Einerseits eine unglaubliche Machtballung in den Händen von ganz wenigen Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, die 85 reichsten Milliardäre, das ist nur ein Beispiel, haben so viel Vermögenswerte wie 4,5 Milliarden der ärmsten Menschen dieser Welt. Das ist eine unglaubliche Machtballung in den Händen der Konzernherren, der 500 größten Privatkonzerne. Die können sehr viel übrigens. Wissenschaftlich, technologischer Fortschritt, die sind sehr kreativ, entschwinden aber jeglicher sozialer staatlicher Kontrolle, sind mächtiger als die meisten Staaten der Welt und haben eine Welt, die funktioniert nach einer einzigen Strategie, nämlich der Profitmaximalisierung. Das ist ganz normal. Nestlé in der Welt ist nicht da, um den Hunger zu bekämpfen, sondern um den Shareholder Value zu steigern, wenn man den größten Nahrungsmittelkonzern der Welt nimmt. Und auf der anderen Seite, in der südlichen Hemisphäre, wachsen die Leichenberge. Eine Zahl, alle 5 Sekunden auf diesem Planeten verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Alle 5 Sekunden, das sind die UNO-Zahlen. Und derselbe World Food Report der FAO, also der Spezialorganisation für Landwirtschaft und Ernährung der UNO, der diese Opferzahlen gibt, die von keinem, niemandem bestritten werden, sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, problemlos 12 Milliarden, also fast das Doppelte der Weltbevölkerung, ernähren könnte. Kurz zu Beginn dieses Jahrtausends, jetzt, das war früher anders, gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Das Problem ist Kaufkraft, nicht Zugang zu Nahrung. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Und diese kannibalische Weltordnung müssen wir brechen und ersetzen durch eine Weltordnung der Solidarität, der Reziprozität, der Komplementarität. Und wie das geht, habe ich in meinem Buch Der schmale Grat der Hoffnung versucht, ein wenig zu skizzieren. Es gibt keine Ohnmacht, das ist das Letzte, was ich sagen will. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Wenn also die neoliberale Wahnidee uns glauben machen will, der Konzerne, dass nur der Markt, die unsichtbare Hand des Marktes, das Leben der Menschen bestimmt und da Naturgesetze am Werk sind, ist das eine Lüge. Wir können diese ganze Welt reformieren, friedlich, demokratisch. Österreich ist wahrscheinlich die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Unglaubliche soziale Bewegungen, also das sind Sie. Und auch schon wieder Wahlen, ja. Ja, auch freie demokratische Wahlen, immerhin. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie.
Welche Rolle spielen Konzerne? Deshalb können wir morgen früh die Börsenspekulation Grundnahrungsmittel, den Landraub in der dritten Welt, wir können das abschaffen und Millionen von Menschen wären über Nacht oder in Wochenfrist gerettet. Und mein Buch will eine Waffe sein, eine der vielen Waffen für den Aufstand des Gewissens, und der kommt. Welche Rolle spielen denn Konzerne in dieser solidarischen Weltordnung, die Ihnen vorschwebt? Gibt es sie dann nicht mehr oder sind die dann Staaten unterstellt? Oder wie stellen sie sich Nein, vor? Es gibt Jean-Jacques Rousseau. Ich komme ja aus Genf und das war ein Uhrenarbeiter in Genf. Der Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, zwischen dem Starken und dem Schwachen ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit. Wir wollen die Marktwillkür, um es schnell zu sagen, die Marktwillkür normativ einschränken. Es muss eine Rechtsordnung jenseits des Marktes geben. Zum Beispiel, ich nehme ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin Vizepräsident jetzt, ein sehr ineffizienter Vizepräsident des Beratenausschusses des UNO-Menschenrechtsrates. Und die afrikanische und lateinamerikanische Staatengruppe will jetzt eine internationale Völkerrechtskonvention durchsetzen, die Folgendes will. Erstens, dass die Konzerne weltweit für die Respektierung der Menschenrechte auch verantwortlich sind, nicht nur Staaten, sondern Non-State Actors. Und dass geschädigte Menschen, zum Beispiel wenn Nestlé, ein konkretes Beispiel, in Rosario, Kolumbien, einen Streik niederschlägt von unterbezahlten Arbeitern, dass die Familien der Opfer in Wöwe klagen können, nicht in Kolumbien, wo ja Nestlé befiehlt. Also dass der Gerichtsstand, dass multinationale Konzerne verantwortlich werden für Menschenrechtsverletzungen, die sie begehen, außerhalb der Grenzen des Russlands. Und diese Konvention wird bekämpft von Deutschland, Frankreich, vor allem den angelsächsischen Staaten, Amerika, von Trump ganz massiv. Und die wollen wir durchbringen. Es muss der Marktwillkür, der absoluten Allmacht dieser multinationalen Konzerne, die viel können, ich sage es noch einmal, es geht nicht um Psychologie. Peter Brabeck zum Beispiel, ein sehr guter Skifahrer, Präsident von Nestlé, aus Kärnten kommt er. Genau, war auch bei uns zu Gast neulich. Ja. War bei Ihnen zu Gast, ja. Wenn wir da unten in Werbi am Skilift stehen und warten und warten und warten am Sonntagmorgen, muss man ja miteinander reden. Hier kann man das nicht verhindern. Und zum Beispiel Peter Brabeck scheint ein sehr anständiger Mensch zu sein. Es geht nicht um Psychologie. Die linken Philosophen sind die Guten und die Konzernherren sind die Schlechten, sondern es geht um systemische Gewalt, strukturelle Gewalt. Wenn der Brabeck den Shareholder Value von Nestlé nicht um so und so viel Prozent im Jahr heraufjagt, also die Rückbezahlung auf Kapital an der Börse, dann ist er eben nach 3 Monaten nicht mehr Präsident von Nestlé. Der Präsident der Deutschen Bank, Präsident von Novartis, von Bayern, haargenau dasselbe. Wir sind konfrontiert mit einem System der strukturellen Gewalt. Und diese Gewalt ist für die Mehrheit der Menschen dieses Planeten mörderisch. Herr Schmidt-Lort, ein System struktureller Gewalt. Jetzt sind Sie bei so einem Konzern im Stiftungswesen tätig. Das heißt also, Sie machen Projekte, die das Leben von Menschen besser machen. Ist das ein tatsächlicher Hebel oder ist das so ein bisschen ein Anstrich, den sich ein Konzern gibt? Also ich sehe überhaupt Unternehmertum völlig anders. Ich finde, Unternehmen, und da muss man auch den Leuten Respekt zollen, die in Unternehmen arbeiten, ist ein Zusammenschluss von Menschen unterschiedlichster Herkunft und auch unterschiedlichem Background, die zusammen was erreichen wollen. Über Landes- und politische Grenzen hinweg. Und das ist eigentlich ein Ausdruck der demokratischen Bewegung. Wenn Menschen sich zusammentun, sei es mit Kapital, mit Wissen, um höhere Ziele gemeinsam zu erreichen, kann ich da nichts Schlechtes dran finden. Und die Stiftung ist Teil dieses, sagen wir, Ökosystems, Dinge voranzubringen, Leuten zu helfen. Also höhere Ziele verfolgen die Konzerne? Nein, ich Höhere Ziele als der jeweils Einzelne, weil alleine können sie natürlich nicht viel erreichen. Sie erreichen viel, und so verstehe ich ja auch ihr Engagement, wenn sie sich zusammentun. Und sie wollen ja im Prinzip demokratische Themen über Landes- und gerade Kontinentgrenzen hinweg voranbringen. Und das tun natürlich große Unternehmen auch. Sie verfolgen Ziele in einer größeren Gruppe von Menschen, die einfach gemeinsam mehr erreichen können. Und das finde ich schon mal extrem positiv.
Ja, aber was Sie sagen, das, ich meine, ist sehr klug und man könnte fast daran glauben. Aber was ich erlebe im Menschenrechtsrat, jetzt in diesem Kampf, in diesem, bei der 31. Session, kommt jetzt im Juli, die Konvention, die internationale Völkerrechtskonvention, die würde die multinationalen Gesellschaften zwingen, Menschenrechte zu respektieren. Und wenn sie es nicht tun, also Gewerkschaftsfreiheit und so weiter, wenn sie es nicht tun in ihren Filialen in der Dritten Welt, vor allem, wo sie allmächtig sind, viele von ihnen, wenn sie es nicht tun, werden sie sanktioniert vom Menschenrechtsrat. Und die geschädigten Arbeiter... Nein, ist jeder für verantwortlich. Und jeder muss Menschenrechte sich dafür einsetzen. Das ist eine abstrakte Aussage. Was ich erlebe, sind die multinationalen Gesellschaften, ihre Lobbyleute, die haben ja Heere von Lobbyleuten, in den Gängen des Genfer Völkerbundspalastes und des East River Hauptquartiers in New York. Und die kämpfen wie die Verrückten, klug und mit viel, viel Millionen gegen diese Konvention. Machen Druck in Berlin, in Washington, überall, gegen dass die Staaten, der Menschenrechtsrat, diese Konvention, die Allmacht der Konzerne beschränken würden, nicht annehmen. Der deutsche Botschafter, ich nehme mal ein Beispiel, Sozialdemokrat, großartiger Mann, nicht nur weil er Sozialdemokrat ist, sondern ein großartiger Mann, der deutsche Botschafter sagt mir, ja, ich bin ja für diese Konvention. Es ist ja klar, dass die Geschädigten im Ursprungsland klagen müssen können auf Schadenersatz. Das ist ein Problem der Gerechtigkeit. Ich bin dafür. Aber die Instruktionen aus Berlin sind anders. Ich muss dagegen stimmen. Warum sind die anders? Nicht, weil Frau Merkel eine kaltherzige Frau war. Ich kenne sie nicht, aber was sie zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik getan hat, finde ich ganz großartig. Die ist sicher im Herzen für diese Konvention und für die Opfer. Aber da ist der Riesendruck von Bayer, Commerzbank, Deutsche Bank auf das Auswärtige Amt. Und das führt dazu, dass die deutsche Bundesregierung zivilisiertes Land überhaupt nicht gegen diese Konvention und für die Konzernallmacht stimmen wird. Jetzt, Ende Juni, in der UNO. Das ist Tatsache, das ist, was ich erlebe. Das weiß ich nicht. Ich glaube, im Konkreten können Sie dazu nichts sagen. Nein, aber der grundsätzliche Unterschied, den ich bei Ihnen sehe, ist, Sie haben zuerst gesagt, Konzerne haben Profitmaximierung als Ziel. Natürlich müssen als Aktiengesellschaften müssen Sie auch. Sie sagen, höhere Ziele insgesamt, auch zum Wohle der Gesellschaft. Absolut. Ist doch schön, wenn Sie ein Produkt oder Produkte entwickeln, die das Leben von Menschen verbessern, dann ist natürlich die Rendite ein Aspekt, aber der Impact, und das ist jetzt sozusagen die Arbeit auch unserer Stiftung, der Impact ist natürlich extrem wichtig. Und Sie können sich als Kapitalgeber natürlich aussuchen, wie Sie Ihre Rendite jetzt organisieren wollen. Wollen Sie mehr Impact sehen? Wollen Sie mehr Nachhaltigkeit sehen? Oder wollen Sie höhere Rendite sehen? Und deswegen würde ich auch nicht sagen, die Industrie, sondern im Grunde ist es so, dass sich jeder Markt und jede Industrie selber erstmal organisiert in ihrem Umfeld. Das legt ja keiner fest. Sie können ja nicht sagen, das sind meine Ziele, sondern Ihre Ziele verhandeln Sie ja letztlich in Ihrem Ökosystem, in dem Sie operieren, in Ihrem Markt, mit Ihren Kunden, mit Ihren Geldgebern, mit der Innovation, die Sie haben, mit den Partnern, mit denen Sie zusammenarbeiten wollen, mit der Politik, die die Rahmenbedingungen setzt. Also letztlich entscheiden Sie das nicht aus der Ferne irgendwie quasi per Würfel. Frau Salzer, wenn wir sprechen von Produkten, die das Leben von Menschen besser machen, dann sind wir durchaus auch bei der Landwirtschaft, auch beim Hunger. Da hat es so viele Innovationen gegeben, dass es jetzt, wie der Herr Ziegler richtig sagt, genug Nahrungsmittel auf der Welt gibt. Riesengroßer Fortschritt. Was ist schlecht an diesen Innovationen, die aus Konzernen kommen, Ihrer Meinung nach? Da kann man natürlich nicht sagen, dass das schwarz oder weiß ist. Also es ist nicht alles schlecht an den Innovationen, die zum Teil in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von großen Konzernen getätigt oder vorbereitet worden sind. Aber wir haben auch viele Innovationen, sogenannte Innovationen, wo wir herausgefunden haben im Laufe der Zeit oder wo es eigentlich schon vorher Bedenken gegeben hat, dass die Ökosysteme zerstören, dass die schädlich sind für die Gesundheit von Menschen, von Tieren, der Umwelt, dass sie schädlich sind für die Biodiversität, dass sie kleinbäuerliche Landwirtschaft abhängig machen von Märkten, von kommerziellen Märkten, die zuvor nicht abhängig waren. Eines der berühmtesten Beispiele und auch ganz brandaktuell ist Glyphosat, ein Unkrautvertilgungsmittel. Und da gibt es, meiner Meinung nach, sind das keine höheren Ziele der Konzerne, wenn sie massiv seit Wochen, Monaten und Jahren versuchen,
die Regulatoren, also die Europäische Kommission und die Regierungen, die versuchen, eine Gesetzgebung so zu gestalten, dass sie im Sinne des Vorsorgeprinzips für Mensch, Umwelt und auch zukünftige Generationen nachhaltig gestaltet ist. Und diese Regulatoren zu beeinflussen, wissenschaftliche Studien umzudrehen, Beweismittel vorzubringen, die im Interesse ihrer Profitmaximierung sind. Wir haben die Tatsache jetzt, dass die Europäische Kommission dieses Glyphosat wieder vorgeschlagen hat, 10 Jahre weiter zu verlängern. Das ist ein Mittel, mit dem Konzerne wie zum Beispiel Monsanto, mit dem Bayer ja eine Hochzeit eingehen will, massiv Geld macht, aber auch andere Konzerne viel Geld machen. Das will die Kommission wieder 10 Jahre verlängern, obwohl zum Beispiel gerade eine europäische Bürger- und Bürgerinneninitiative im Gang ist. Und es gibt Beweise, dass die Studien, auf die sich die Europäische Chemiebehörde beruft, von Monsanto finanziert worden sind. Und das sind für mich als Kleinbäuerin, als Mitarbeiterin von einer globalen Bewegung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen keine höheren Ziele, sondern das ist im Interesse der Profitmaximierung der Konzerne und das ist schädlich für die Bürger und Bürgerinnen. Und da wird mit viel Geld, weil natürlich das Geld ist ungleich verteilt, in die sozialen Bewegungen verfügen nicht über so viel Geld, dass sie Lobbyorganisationen bezahlen können wie die größten Konzerne der Welt. Mit viel Geld wird versucht, Politik in eine Richtung zu drängen, die im Interesse der Konzerne ist. Sie haben jetzt beide Lobbying als Thema genannt, also dass die Macht der Konzerne auf die Politik sehr groß wäre. Sie haben gesagt, das verhandelt ein Konzern natürlich mit dem rundherum. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Markt verhandelt mit seinen verschiedenen Teilnehmern. Mhm. Wie jede größere Gruppe von Menschen, die zusammenkommt, um was gemeinsam zu erreichen, man natürlich nicht im völlig, sagen wir mal, leeren Raum agiert. Natürlich nicht. Man will ja Interaktion. Man arbeitet ja genau an den Schnittstellen. Und ich bin starker Verfechter von Innovation. Also ich denke, Innovation, die gesamte Menschheitsgeschichte ist im Grunde ein Aneinanderreihen von Innovation. Und alles, worauf wir quasi heute unseren Wohlstand basieren, basiert auf Innovation, auf dem Fortführen dessen, was wir traditionell tun und es besser zu machen und dann vielleicht auch ganz neue Dinge zu entwickeln. Und ich meine, jetzt hatten Sie Kleinbauernprojekte, da kenne ich mich nicht so rasend mit aus, muss ich zugeben. Die Stiftung macht mehr also im Bereich Gesundheit. Und wenn ich da mal zurückgucke, ist noch nicht so lange her, in Österreich, da sind 4 von 5 Lungenentzündung tödlich gewesen. Das ist erst 75 Jahre her. Da würde ich schon sagen, da arbeitet man an höheren Zielen, wenn man Produkte entwickelt, die Krankheiten heilen. Wir kennen aber auch die Geschichten, dass Produkte nicht entwickelt werden, weil man mit ihnen kein Geld verdienen kann. Da gibt es viele Beispiele, auch aus dem Gesundheitswesen, wo ich jetzt nicht Expertin bin. Aber Innovation, niemand hat was, glaube ich, von uns gegen Innovation, sondern Innovation, wenn sie basiert auf demokratischen Aushandlungsprozessen, auf einer Beteiligung derjenigen, sozusagen, die Akteure sind, die dann diese innovativen Produkte verwenden sollen, dann haben wir wahrscheinlich alle auch nichts dagegen. Sowieso. Aber die Innovation, die allein dazu dient, Marktanteile zu bekommen und Profit zu maximieren, das ist keine Innovation im solidarischen und im sozialen Sinn. Also Marktanteil an sich ist so was Positives. Wenn Sie Kleinbäuerin sind, dann wollen Sie Ihre Produkte ja auch verkaufen. Das heißt, Sie hätten nichts von Ihrem Kleinbauernhof, wenn Sie Ihre Produkte alle wegschmeißen müssten, weil Sie keinen Marktzugang haben. Und viele Kleinbauern in der dritten Welt haben genau das Problem, dass sie keinen Marktzugang haben. Deswegen sind neue Lösungen super gut, Kleinbauern, vielleicht wie Sie, vielleicht mit Tech-Innovation zu connecten mit Menschen in der Stadt, die ihre Produkte kaufen und sie dadurch eine höhere Rendite haben und sie dann nach ihrer Philosophie betriebenen Betrieb größer machen können und letztlich mehr Impact generieren Entschuldigung, können. Entschuldigung, Herr Schmidt-Lott, es geht nicht um Tech-Produkte. Für die Millionen von Kleinbauern und Kleinbauern in dieser Welt geht es darum, Zugang zu Land zu haben zum Teil. Es geht darum, Zugang zu Saatgut zu haben, Zugang zu Wissen zu haben. Ich habe aber auch schon viele Kleinbauern erlebt, die mussten mit ihren Händen arbeiten, weil sie kein Werkzeug haben. Und wir haben ein Projekt jetzt gefördert, da eine junge Frau in Indien, die entwickelt Kleinbauerngeräte, wo die auf ihren kleinen Feldern ihren Ertrag verzichtfachen können, weil sie nämlich nicht mehr mit ihren Händen Sie haben gesagt, Sie haben bei den Game Changers gesagt, Smart Tools for Small Farmers. Ja. In einem Nebensatz haben Sie da noch erwähnt, weil ich habe mir das angesehen, in einem Nebensatz haben Sie erwähnt, da muss man bedenken, das sind 400 Millionen potenzielle Marktteilnehmer. Und um das geht es. Es geht darum, die potenziellen Marktteilnehmer. Ich habe gesagt, das ist eine Riesengruppe von Menschen, die da profitieren kann. Nein, Sie haben gesagt, ich würde gerne noch mal auf dieses Thema Macht zurückkommen, weil Sie beide gesagt haben, Konzerne haben zu viel Einfluss auf Politik, kann man auch übersetzen in zu viel Macht. Herr Dagger, diese Machtverteilung zwischen Politik, Demokratie, wie sie der Herr Ziegler einfordert, und Konzernen, die global agieren. Haben da die Konzerne zu viel Macht? Brauchen sie mehr Regulierung oder passt das so? Oder sogar weniger? Sie sind ja eher auf der Seite von weniger, oder?
Nein, wir sind natürlich in der Welt, wie sie ist. Die war nie perfekt und zeigt klare Schieflagen. Konzerne sind größer, als sie sein könnten. Sie sind kurzfristiger, als sie sein sollten. Aber es ist eine ideologische Masche, die jetzt schon ein paar hundert Jahre alt ist, daraus einen Systemplan zu machen, das Kapitalismus zu nennen. Wie auch immer die aktuelle Welt aussieht, sich auf die letzten Unstimmigkeiten, Ungerechtigkeiten, die es natürlich gibt, zu fokussieren und so zu tun, als könnte man mit einem Plan und einem Machthaber das verbessern. Und das ist diese große Machtfrage. Wenn man sagt, also Konzerne haben zu viel Macht, heißt das ja, dass Macht verteilt ist und sie nicht konzentriert bei der Politik liegt. Und das ist das Besondere der europäischen und westlichen Entwicklung, dass es tatsächlich Akteure gibt, die über Vermögen verfügen, die Entscheidungsautonomie haben und nicht zentralisiert kontrolliert sind, nicht vom Hof des Kaisers abhängig sind, sondern selbst Projekte wagen. Und auch wenn die schlecht sind, auch wenn sie uns nicht gefallen, wir können Nein sagen. Bayer ist mir überhaupt nicht sympathisch. Es ist noch so ein pharmazeutisches Unternehmen. Aber in meinem Leben habe ich noch nie ein Produkt aufgezwungen bekommen von Ihnen. Ich weiß, dass ich in meinen Entscheidungen mich dem entziehen kann. Ich weiß, im pharmazeutischen Bereich ist es nicht so einfach. Aber die Welt ist nicht perfekt, ich weiß das. Und deswegen müssen wir aufpassen, das jetzt nicht eine Lobhudelei daraus zu machen. Aber wir müssen auch sehen, dass die Welt schon mal schlechter war und wesentlich schlechter war. Und dass der wesentliche Kern, warum sie heute besser ist. Und ich halte sie für besser, als sie in der Vergangenheit war. Und das muss jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, sehen. In den letzten 20 Jahren hat sich die extreme Armut halbiert. Der muss sehen, dass das eine ganz neue Entwicklung ist. Und die hat angefangen im 18. Jahrhundert in Europa. Und sie geht aus davon, dass hier Menschen experimentieren können, dass sie Angebote stellen können, dass sie wagen können, dass nicht einer entscheidet. Denn im chinesischen Raum war genau das. Der Kaiser entscheidet irgendwann einmal, Seefahrt, das ist zu riskant. Alle Schiffe zerstören lassen, ist eine Idee, über die man diskutieren kann. Und das hat natürlich fatale Konsequenzen für den gesamten Kontinent. Und in Europa konnte man experimentieren, konnte man auch Unfug anstellen, viel Unfug und viele Piraten und Freibeuter und Kolonisatoren, alles, natürlich. Aber Entdecker, Abenteurer, Wissenschaftler. Ich hätte gerne eine Antwort darauf. Ob die Bilanz dann für jeden positiv ist, nein. Also insgesamt. Aber für den Materialisten, gerade für den Materialisten wie den Herrn Ziegler, muss offensichtlich sein, dass die Bilanz positiv ist. Weil der materialistische Wohlstand, der seit dem 18. Jahrhundert entstanden ist, 97% des gesamten materiellen Wohlstands ausmacht. Und er geht aus Europa aus und er geht nicht von den zentralistischen Projekten aus und er geht nicht von dieser ideologischen Masche aus, die jetzt ein paar hundert Jahre versucht wird, die nur zu Massenmord, Massenhunger geführt hat, mit immer diesen Wahnideen, einer weiß es besser, einer hat den Plan und will alle Mittel und bloß gibt uns die Mittel, das sind ein paar Milliarden, Bayer, interessant, können wir besser einsetzen. Eine Antwort, hat er gesagt, dann bitte, Herr Ziegler. Also, es ist wirklich hochinteressant, die Diskussion, finde ich. Ich bin plötzlich erwacht und finde das gerade hochinteressant. Wir sind jetzt 7,3 Milliarden Menschen auf dieser Welt, auf diesem Planeten, den der Raubtierkapitalismus langsam kaputt macht. Und auf diesem die 7,3 Milliarden sind wir. Und auf diesem Planeten, der vor Reichtum überquillt, verhungert alle 5 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren. Da stimmt etwas nicht. Absolut, ja. Das da muss ich unterschreiben. Da stimmt irgendetwas nicht. Und was stimmt nicht? Das ist die Weltdiktatur, die Herren der Welt, diese Oligarchien. Die 500, also das Weltbank, glaube ich nicht. Also das Weltbankstatistik, das reden wir einmal wie an der Universität beim Examen. Weltbank. Warum? Sie sind die Hand nehmen, weil offenbar es ist ja auch eine extreme Fluktuation. Wenn ich mir heute die Start-up-Szene angucke, aber die Verteilung der Vermögen, Herr Ziegler war trotzdem am Wort, Herr Schmidler. Extrem stark. Ja, gucken Sie sich die jungen Start-up-Unternehmer an, die plötzlich Milliardenvermögen haben, weil sie gut Tech-Idee verkaufen. Die Leute, die reich sind heute, sehen plötzlich auch ganz anders aus wie früher. Die Verteilung von Power und Knowledge hat sich in den letzten 10 Jahren sehr, sehr stark verändert. Nein, eben nicht. Ich will jetzt antworten, was Sie sagen. Also, die 500 größten Konzerne der Welt, Privatkonzerne der Welt, alle Sparten zusammengenommen von Industrie, Finanz, Dienstleistungen, nach Weltbankstatistik, haben letztes Jahr 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Aber es sind ganz andere Unternehmen als vor 10 Jahren. Was sagen Sie? Es sind auch ganz andere Unternehmen dabei als vor 10 Jahren. Ich sage jetzt, die Situation ist, die Situation dass 500 ist, die Situation Konzerne ist, ja. 52,8% des Weltbruttosozials
Produkte, also alle auf der Welt in einem Jahr produzierten Reichtümer kontrollieren. Das ist Statistik. Mich interessiert immer der Inhalt. Und der Inhalt ist so. Das ist eine, die haben eine Macht, wie es nie ein König, nie ein Kaiser, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Nein. Die haben eine Weltdiktatur errichtet, die Konsequenzen hat, die ich gesagt habe: Hunger, Massaker, Kriege, Epidemien und so weiter. Und diese Weltdiktatur muss normiert werden, muss eingeschränkt werden, muss kontrolliert werden, damit das öffentliche Interesse. Ja, von ihren Diktatoren. Das heißt schon von wer soll das einschränken? Wer soll die Gewalt haben und die Macht haben? Ich bin ein ganz bescheidener Soziologieprofessor, Menschenrechtsrat und so weiter. Ich habe keine Macht. Ich analysiere. Ich würd gerne zwei Bemerkungen machen. Nein, mach keine, Herrn Sieger noch fertig sprechen und dann können Sie bemerken. Und dann redest du. Entschuldigung, ich bin so. Sie haben ja offen gesagt, dass Sie die Freiheit ablehnen und zu. Was heißt Freiheit? Das ist ja Blödsinn. Zugunsten der Schwachen, haben Sie gesagt, braucht es das Gesetz und nicht die Freiheit. Das heißt, im Zweifelsfall, ja. Russo, zwischen dem Schwachen und dem Starken ist es die Freiheit, die unterdrückt. Ja, und das ist die Guillotine. Das ist die Guillotine. Das Gesetz, das befreit. Und das Gesetz ist die Demokratie, die demokratisch beschlossene von freien Menschen. Tradition ist es nicht. Wenn Sie zugleich sprechen, dann versteht man Sie nicht. Lass mal Herrn Ziegler fertig sprechen. Es gibt ja schon ein Problem mit diesem Mikro. Ich weiß nicht, warum muss ich das haben? Weil Ihr Mikro da so schlecht funktioniert. Aber wir machen gleich eine Pause und reparieren es. Aber bitte führen Sie einen Satz zu Ende, Herr Ziegler. Noch zwei Sätze dazu. Bitte. Danke. Sie sind eine generöse Frau. Also, wir wollen die Marktwillkür, die Allmacht dieser Konzerne, die nach Profit maximalisieren, die sehr viel können, Innovation, die Welt regieren, die Herren der Welt, die 85 reichsten Menschen der Welt haben so viel, ich sage es noch einmal, Vermögen wie 4,5 Milliarden der ärmsten Menschen der Welt. Der äthiopische Kaffeebauer, der vom Kaffee lebt, dem sagen Nestle, für deine Kaffeebohnen bezahlen wir dir so und so viel und Schluss, er hat keine Wahl und nichts. Also, es braucht Gesetze. Es braucht das Gemeinwohl, das geschützt wird, das gesetzlich definiert, das Gemeinwohl, das Gemeininteresse. Das kann nur die Demokratie beschließen, freie Menschen beschließen. In den jeweiligen Ländern. Diese Regeln wollen wir. Ja. Und wenn die Konzerne die brechen, dann müssen die Konzerne sanktioniert werden. Es geht nicht um Zentralismus, um Terror und so weiter. Es geht um die demokratische Grundforderung der Selbstbestimmung freier Völker. Wir machen jetzt eine kurze Pause, reparieren Ihr Mikrofon und diskutieren gleich weiter. Bitte behalten Sie Ihre Argumente im Kopf und wir sind gleich wieder da bei Pro und Contra. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir stecken in einer hitzigen Diskussion mit John Ziegler, der ein neues Buch geschrieben hat. Das heißt Der schmale Grat der Hoffnung. Er setzt dabei auf die Zivilgesellschaft als ein Mittel gegen das, was er gerade wieder genannt hat, die Diktatur der Konzerne. Herr Schmidt-Lord von der Bayer Stiftung, Sie wollten da direkt was darauf antworten, auf diesen Diktaturvorwurf. Er wollte nicht, nein. Ich glaube ja daran, dass die Globalisierung wird auch viel zu negativ dargestellt. Ich glaube ja daran, dass die Globalisierung immer ein starker Treiber war für Innovation, für Entwicklung, weil die hat es geschafft, Menschen zu öffnen für neue Ideen in beide Richtungen. Ja, durch Globalisierung schaffen sie es eben, Leuten Zugang zu ermöglichen zu Innovation, zu neuen Produkten, zu mehr Kapital, zu anderen gleichgesinnten Menschen, die dann gemeinsam neue Ideen verwirklichen können, über Grenzen hinweg, ja, auch über politische Systeme hinweg. Und das ist, was aus meiner Sicht zutiefst Demokratisches und auch was zutiefst Fortschrittsorientiertes, was uns letztlich stark vorangebracht hat. Und wenn Sie gucken in die Industriegeschichte, auch von Städten wie Wien, dann haben Sie viel Innovation in dieser Stadt, weil eben es gewünscht war, dass die Menschen frei denken konnten, sich frei niederlassen konnten, sich entwickeln konnten, mit auch unternehmerischem Geist, auch mit Innovationsspirit. So viele Entdeckungen kommen von hier. Und deswegen prosperiert die Stadt. Nicht, weil hier ein Zentrum der politischen Macht war.
Das war zwar auch hier, aber im Wesentlichen ging es um die Freiheit der Wissenschaft, um die Freiheit der Innovation. Und das ist letztlich das, was uns auch ausmacht. Was auch Globalisierung ausmacht. Sagen Sie, Frau Salze, warum so negativ, wenn es um Globalisierung geht? Es gibt wunderbare Aspekte der Globalisierung. Ich bin ja Teil einer globalen Bewegung, also die Globalisierung der Kleinbauern- und Bäuerinnenbewegung im Sinn von La Via Campesina. Wir haben mehr als 200 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt in 150 Organisationen. Das, die Globalisierung der Demokratie, der Menschenrechte und so weiter, das sind wunderbare Aspekte der Globalisierung. Wenn es aber darum geht, globale Konzerne zu stärken, indem zum Beispiel jetzt Ihr Mutterkonzern, auch wenn Sie nicht bei Bayer direkt sind, aber mit Monsanto einen Zusammenschluss, eine Hochzeit eingeht, die dann diesen Megakonzern zu einem der drei größten Konzerne auf der Welt machen wird. Und diese drei Konzerne werden über 60% des Saatgutmarktes dominieren, dann ist das eine Globalisierung, die ich ablehne. Und ich wollte einfach noch vorher sagen, es wundert mich, dass von Ihnen beiden höre ich ideologische Irrtümer. Ich glaube, sagen Sie die ganze Zeit, Herr Schmidt-Lord, ich rede über Fakten. Das kann man zum Beispiel in diesem Konzernatlas nachlesen. Fakten, die belegen, wie die Konzerne mit ihren Lobbymöglichkeiten, mit ihren Zusammenschlüssen, aber auch mit anderen Möglichkeiten, wie sie versuchen, Gesellschaften zu zwingen, Produkte zu akzeptieren, die eigentlich schlecht für die Gesellschaft und die Umwelt sind. Und Sie haben gesagt, es wurde noch nie ein Produkt aufgedrängt. Es gibt die Geschichte. Aufgedrängt schon, aber aufgezwungen. Es wird Ihnen täglich werden Ihnen Produkte aufgezwungen. In der europäischen und in der amerikanischen industriellen Landwirtschaft werden sogenannte Neonicotinoide verwendet. Das sind Bienengifte. Verwenden Sie die in Ihrer Landwirtschaft? Die verwende ich nicht. Aber Ihnen wird dieses Produkt aufgezwungen, weil es überall in der Umwelt zu finden. Also ich bin leider kein Landwirt. Sie brauchen deswegen kein Landwirt sein, Sie brauchen nur Leben in Europa. Dann wird es Ihnen aufgezwungen. Die extremen negativen Folgewirkungen dieser Produkte werden Ihnen aufgezwungen, weil das zerstört unsere Biodiversität, das zerstört die Bienen. Das heißt, das wird uns allen und auch den zukünftigen Generationen aufgezwungen. Und Bayer hat zum Beispiel ein Unternehmen beauftragt, das heißt Exponent. Das ist eine Firma, die nennt sich Product Defense Company, also eine Firma, die nur dazu dient, sozusagen Produkte zu verteidigen, deren Geschäftsmodell ist es, quasi Wissenschaft zu unterminieren. Die produzieren Studien, die dann in Gerichtsverfahren, die den Agenturen, Regulierungsagenturen zugespielt werden und so weiter. Die arbeiten seit vielen Jahren in allen Bereichen, ob es jetzt die Tabakindustrie ist, die Autoindustrie ist, um Wissenschaft sozusagen in eine Richtung zu drängen, dass sie im Interesse der Konzerne funktioniert. Und das ist nicht demokratisch. Entweder direkt eine Antwort drauf oder das Thema nicht. Können Sie da direkt was drauf antworten? Ich kenne das weder das Thema noch kann ich was dazu sagen. Ich kenne aber die Wissenschaft und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Wissenschaft zu was zwingen können. Die wirkliche Wissenschaft können sie nicht zu was zwingen, aber muss sich auch den wissenschaftlichen Fakten eben auch öffnen und stellen. Ich kann mich erinnern, ich bin also immer beim Lindauer Nobelpreisträger-Treffen und da sind der Ort, wo das größte Wissen quasi auf der Welt mal zusammenkommt, einmal im Jahr. Und die haben vor 2 Jahren, kann ich mich erinnern, einen offenen Brief, 40 Nobelpreisträger über GMOs, pro GMO. Und ich finde es schon erstaunlich, dass man also gentechnisch veränderte Produkte? Dass man da sagen kann, wo ich da nicht tief im Thema drin stecke, finde ich, wenn 40 Nobelpreisträger sagen, da gibt es kein Risiko, was wissenschaftlich belegbar ist, dann finde ich es merkwürdig, dass dann eigentlich Leute, die gar keine Ahnung von den wissenschaftlichen Fakten haben, sagen, da ist ein Riesenrisiko. Ich würde gerne auf die grundsätzlichere Dimension kommen, wenn wir jetzt das Fass Gentechnik aufmachen. Wie gesagt, ich habe das nur als Außenstehender gelesen, als ein Gast beim Lindau-Nobelpreisträger-Treffen. Ich bin weder Life Science-Forscher, noch bin ich in diesen Themen drin, kann da eigentlich gar nichts zu sagen. Ich würde gerne auf das Grundsätzliche zurückkommen. Euer Ziegler, antworten Sie noch, ja. Bitte. Darf ich? Ja. Gut. Also jetzt haben Sie die gentechnisch veränderte Nahrung angesprochen. Nein, ich habe das Manifest der Nobelpreisträger angesprochen. Na ja, Probleme gentechnisch veränderte Nahrung, Via Campesina. Nein, habe ich nicht. Ich gentechnisch habe veränderte Nahrung, die ist in Europa, das ist das Präkautionsprinzip, muss man sagen, was gentechnisch verändert ist. In Amerika gibt es kein Präkautionsprinzip. Alle Vorsorgeprinzip. Also Vorsichtsprinzip. Gentechnisch veränderte Nahrung, die ist höchst gefährlich, wahrscheinlich für die Gesundheit der Menschen, der Konsumenten. Wahrscheinlich. Gut. Da ist ein großer wissenschaftlicher Kampf. Wahrscheinlich nicht. Die Nobelpreisträger sagen was anderes. Was heißt Nobelpreisträger? Ja. Weltgesundheitsorganisation. Ich habe mein Leben lang in der Universität verbracht. Die Wissenschaftler
sind gespalten. Es ist ein Wissenschaftskampf, sind gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Also die verrückten Kühe, die genügen mir persönlich schon. Also die Kreuzfeld-Jakob, diese Krankheit, die ausgebrochen wird, das genügt mir. Aber das ist doch 30 Jahre her, oder 25 Jahre? Nein, ist gentechnische Nahrung gesundheitsgefährdend? Ein großer Teil der Wissenschaftler aus allen Ländern sagen, es ist so. Es ist gefährlich, die muss kontrolliert werden. Das Präkautions-, das Vorsichtsprinzip darf nicht aufgehoben werden im europäischen Raum und so weiter. Es geht ja um ganz konkrete, riesige, riesige Milliardensummen. Und andere sagen, gentechnische Nahrung ist nicht an sich schon gesundheitsgefährdend. Und wir erleben es immer wieder. Ich könnte Ihnen Beispiele geben von Paris 1, Sorbonne. Ich könnte Ihnen Beispiele von Genf, dass Monsanto geheim, aber gezielt sogenannte Forschungsprojekte in der Gentechnik finanziert. Und Professoren machen dann Berichte. Und die werden dann ausgewertet von den Lobbymenschen, von den Kommunikationsfritzen der Konzerne in Brüssel und sagen, ja, da ist ja der Herr Professor sowieso, Dupont aus Genf, und der sagt, gentechnisch verändertes Mais ist absolut unverdächtig. Also die Studien kenne ich nicht, aber würden Sie sagen, dass die 40 Nobelpreisträger entsprechend bezahlt waren für die Aussage? Würden Sie das sagen? Ich sage nicht die 40, ich kenne, und Sie kennen sie auch, nein, ich kenne die nicht. Strategien von Monsanto, die Skandale, die immer wieder aufbrechen an europäischen, auch amerikanischen Universitäten, und die zeigen, dass der Monsanto-Konzern, ganz konkret, der Ihnen ja sehr nahe steht, dass dieser Monsanto-Konzern geheim, aber ganz massiv Studien, die strategisch von Ihnen orientiert werden, in Auftrag gibt bei Wissenschaftlern, und diese Wissenschaftler um des Geldwillens, das sie kriegen, dann entsprechende Berichte abgeben, die politisch ausgewertet werden von den Kommunikationsfritzen der Konzerne. Herr Ziegler, wir können das jetzt nicht im Detail diskutieren, ja, weil jetzt niemand von Monsanto da ist. Das ist Faktum. Aber das macht Bayer genauso. Das macht Bayer genauso. Es gibt Studien, die Bayer finanziert. Da geht es nicht nur um die Gentechnik, da geht es um Neonicotinoide, da geht es um das sogenannte Neue, das Geneditieren, das, wo ja die Konzerne sagen, das ist nicht Gentechnik. Da geht es um Glyphosat, das ich am Anfang der Sendung erwähnt habe. Da geht es um viele Bereiche. Dieselbe Firma, die ich vorher erwähnt habe, die sozusagen ja, deren Geschäftsmodell ist Wissenschaft, zu unterminieren, die hat gegen Asbest argumentiert, die hat sich später dafür entschuldigt. Die hat gegen die schädlichen Auswirkungen Asbest des... meinen Sie wahrscheinlich? Also gegen die Auswirkungen, also hat dagegen argumentiert, dass Asbest schädliche Auswirkungen hat, nur selber mit Lungenkrebs bei Rauchen und so weiter. Also da geht es darum, im Interesse von Konzernen Wissenschaft zu in Zweifel zu ziehen, in Frage zu stellen, die Unsicherheiten, die es oft in wissenschaftlichen Studien gibt, zu übertreiben, andere Studien zu publizieren und so weiter. Und das ist ein Bereich, wo die Konzerne sehr viel Geld dafür ausgeben. Sozusagen, das ist noch ein zweiter Bereich des Lobbyismus, weil der offizielle Lobbyismus war zum Beispiel 2015 von Bayer und Monsanto gemeinsam 13 Millionen Euro. Das war das Offizielle. Das, womit wir wieder beim Thema sind. Ja. Also womit wir beim Thema Lobbyismus sind. Ich würde gerne darauf ansprechen, weil ich auch angesprochen wurde. Tatsächlich kann natürlich niemand von uns sagen, wie die Risiken der Gentechnik aussehen werden. Und tatsächlich sind wir natürlich konfrontiert, dass das Handeln von Menschen, dass das Wachstum, der Fortschritt Rückwirkungen auf uns hat, dass Gifte in die Welt hineinkommen, mit denen wir konfrontiert sind. Und am Ende wird die Realität... Pestizide machen Krebs, Punkt. Ja, aber also, gut. Gleichzeitig sehen wir... Das wollen wir nicht. Wenn wir uns auf die Empirie schon stürzen und das versuchen empirisch zu betrachten, dann muss man auch zugeben, dass in den letzten 20 Jahren die Lebenserwartung gestiegen ist, nicht gefallen ist durchschnittlich. Im Südsudan auch. Und das Verblüffende ist, im Durchschnitt, natürlich hat das immer einen gewissen Zynismus, aber der Südsudan leidet sicher nicht an Nikotin und ähnlichen Giften oder Glyphosaten. Das ist dort nicht das wesentliche Problem. Also dass zu viele Konzerne dort innovativ tätig sind, ist nicht das Problem im Südsudan. Wir haben diesen Versuch, hier Missstände anzusprechen. Da ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass jeder Konsument sieht, dass er da eine Verantwortung hat. Und dass nicht alles, was angeboten und aufgedrängt, so ich sage nicht aufgezwungen, aufgedrängt wird, in unserem Sinne, im langfristigen Sinne ist. Aber ich habe den Eindruck, dass hier Panikmache
versucht wird, weil das jetzt auch wieder eine lange alte Masche ist. Nachdem also die ursprünglichen Versprechen des materialistischen Sozialismus nicht eingetreten sind, haben sich weite Teile dieser Bewegungen den ökologischen Fragen zugewandt, weil sie die ursprünglich als Luxusprobleme galten und natürlich Luxusprobleme sind. Ökologische Fragen sind überall Luxus- dort, wo der Wohlstand steigt, werden Menschen sensibel für ökologische Fragen. Das ist gut so. Das ist wunderbar, das ist eine gute Entwicklung. Entschuldigen Sie, aber sehr vieles dieser Panikmachen der letzten 100 Jahre ist nicht eingetreten. Und die Menschen, die sie prophezeit haben, haben überhaupt keine Konsequenzen getragen dafür, dass sie falsch gelegen sind. Weil wir können alle nicht wissen, was das Resultat ist. Die beste Antwort darauf, Greifen Sie den Klimawandel an? Die beste Antwort darauf ist, dass diejenigen, die etwas riskieren und wagen, was ich für gut und wichtig halte, die Folgen, die Konsequenzen dafür zu tragen haben. Aber und da könnte man etwas weitergehen. Und Monsanto, glaube ich, ist überdimensioniert und kann nicht alle Konsequenzen tragen, von dem, mit dem sie experimentieren. Ich finde es aber gut, dass sie experimentieren. Würde mir nur wünschen, und da finden wir vielleicht Übereinstimmung, dass man da ein bisschen weiter sagen, zuschreiben kann, was der Verantwortungsbereich ist. Ich würde gerne. Aber alles abzudrehen, gut. Aus der Vermutung heraus, Vorsorge, da kann man sagen, also alle Risiken umgehen und dann bleibt das größte Risiko übrig, nämlich kein Risiko einzugehen. Und das heißt natürlich absolute Stagnation und Massenarmut. Und da muss man schon anerkennen, dass sich etwas Positives bewegt hat in den letzten Jahren, dass der Preis nicht immer ideal ist. Und für manche, da oft sagen die Frage steht, ob nicht höherer Wohlstand damit Belastungen, Zivilisationskrankheiten einhergeht, ob die Bequemlichkeit der Nahrungsmittel, die bestimmte Inhaltsstoffe nach sich zieht, ob das immer der beste Deal ist. Herr Tagetzalian, ich würde gerne wieder auf die Frage, Diskussion die kommen, die Sie gestartet haben, auf die ideologische Diskussion. Wenn Sie zugleich mit mir sprechen, versteht man weder Sie, also mich besser als Sie. Danke. Ich würde gerne wieder auf diese ideologische Diskussion zurückkommen. Herr Ziegler, Sie haben das ist ja auch ein autobiografisches Buch, es ist ein Rückblick. Und wir haben aus der neuen Dokumentation über Sie einen Ausschnitt über Che Guevara. Den möchte ich mir kurz ansehen mit Ihnen. Che Guevara est tellement important pour moi parce qu'il va au bout jusqu'à sacrifier sa propre vie. Je n'ai jamais fait le dernier pas. Ça t'est insupportable. Ça m'est totalement insupportable. Sie sagen, der Che Guevara war ein Vorbild für Sie? Ist ein Vorbild für Sie und er ist bis zum Ende gegangen, sagen Sie. Ja, wirklich. Und es ist Ihnen unerträglich, dass Sie das nicht gemacht haben. Habe ich das richtig verstanden? Nein, ich will nur die Proportionen richtig stellen. Hin und wieder sagt, ließ ein Ziel, ein Revolutionär und so weiter. Che Guevara hat sein Leben, wie viele, viele Gewerkschafter, Frauen, Männer, bei Via Campesina zum Beispiel, die gegen Monsanto kämpfen, gegen Pestizide, die Krebs erregen in Indien und so weiter, wie viele Menschen auf der Welt, ihr Leben aufs Spiel setzen, damit ein wenig mehr Gerechtigkeit, Menschenwürde in diese Welt kommt. Zu diesen Menschen gehöre ich nicht, weil ich ein Kleinbürger bin, in Sicherheit lebe, in einem freien, zwar sehr korrupten Land, aber doch einem freien Land, in Genf lebe, UNO-Mandate habe, Sicherheitskräfte, wenn ich irgendwo in Bangladesch und in der Mongolei bin. Ich bin nie bis zum Ende gegangen und verdiene das Wort, das schöne Wort Revolutionär, verdiene ich nicht. Punkt. Das ist die einzige Aussage. Und ich war 12 Tage lang Chauffeur, als ich ganz jung war, vor 200 Jahren, Chauffeur von Che Guevara, also 64. Das ist Neolithikum für Sie. Ja. Mir kommt das wirklich auch alles nicht vorgestern vor. Frühe die Schülerinnen im Publikum wahrscheinlich. Frühe Steinzeit für Sie. Ja, absolut. Und der Che Guevara bei diesen Gesprächen, 12 Tage lang, im kleinen Mini-Morris, weil ich sein Chauffeur, hat mir am letzten Abend im Hotel über dem Bucht von Genf, da waren die Juwelier-Reklamen, Bankreklamen und so weiter, habe ich alle meinen Mut zusammengenommen und gesagt, Kommandante, ich will mit euch gehen am nächsten Tag. München, Prag und dann Havanna, mit euch gehen. Dann hat er mich zum Fenster gerufen und gesagt, siehst du diese Stadt da unten? Da bist du geboren, das ist das Gehirn des Monsters, da musst du kämpfen. Dann hat sich abgewandt, kalt abgewandt. Und ich war am Boden zerstört, Ich dachte, nimm mich für einen unnützen Kleinbürger. Das war wahrscheinlich auch der Fall. Er hat mir das Leben gerettet und hat mir meinen Weg gezeigt, nämlich den Weg der subversiven Integration. In die Institutionen allerdings mit diesem Vorbild nach wie vor, In die Institution einzutreten, Universität, Nationalrat, Parlament hat nichts genützt, dann die UNO, einzutreten und versuchen, diese Macht dieser Institutionen zu gebrauchen
für die Einzelserie Bukharin, Nicolas Bukharin von Stalin erschossen, 38, hat gesagt, Revolutionäre sind Opportunisten, die Prinzipien haben. Und die subversive Integration, die ich zu praktizieren versuche, mit mehr oder weniger großem Erfolg, diesen Weg hat mir der Che Guevara gezeigt. Weil ich würde, ich habe das deswegen eingebracht. Dankbar. Ich habe das deswegen eingebracht, weil Ihr Vorbild, also ja. Da ist ja schon eine Diktatur rausgekommen, eine jahrzehntelange in Kuba. Und deshalb ist es viel komplizierter. Ideologisch, es ist viel komplizierter. Aber die Frage ist, soll man Gleichheit herstellen oder soll man Ungleichheit zulassen auf der Welt? Herr Schmidt-Lotz, Sie wollten direkt antworten. Ja, ich finde das spannend, wenn man das kombiniert. Also die Partnerschaft aus Ungleichheit ist eigentlich das Interessanteste. Und da haben Sie dann auch die neuesten und besten Lösungen, die da rauskommen. Also immer diese Kampforientierung, glaube ich, ist nicht wirklich zeitgemäß. Zeitgemäß ist, dass die Leute gemeinsam Co-Design ist zeitgemäß. Eine Plattform zu bieten, wo Menschen mit Ideen dazukommen können. Ja, wo man gleichzeitig Menschen dazu bringt, ihr Kapital reinzugeben, um gemeinsam was zu erreichen. Das ist zeitgemäß. Da muss keiner mehr eine Waffe in die Hand nehmen und irgendwo im Dschungel jemanden erschießen. Das ist nämlich nicht zeitgemäß. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch erlebe in Partnerschaft mit unserer sozialen Innovation. Leute, die gute Ideen haben, aber vielleicht keinen Zugang haben, die brauchen genau so eine Plattform. Und das würde ich auch nicht negativ nennen. So eine Plattform hat Power. Und das ist auch wichtig. Weil sonst kriegen sie die guten, die vernünftigen Ideen ja überhaupt nicht voran. Also ich möchte kurz was sagen. Kurz was heißt aber der Herr Zieler. Ich finde das wirklich unglaublich, also so ein eurozentristisches Weltbild zu haben, dass wir Co-Designs-Plattformen haben. Wir haben Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen, die kämpfen jeden Tag. Und sie sagen, Kampf ist nicht wichtig. Die kämpfen ums Überleben. Und deswegen muss man die ihnen kämpfen Möglichkeiten ums Überleben. Die kämpfen, dass sie genug Essen bekommen, dass sie Land bekommen. Es gibt Millionen Menschen, die nicht die Muße haben, sich in Co-Design-Plattformen über innovative Ideen zu unterhalten, sondern die müssen um ihre Existenz. Also Sie ziehen das jetzt ins Lächerliche. Co-Design, Populismus kommt halt immer gut an. Co-Design bedeutet, dass Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen und zusammen was erreichen. Das hat nichts mit einer fancy Plattform irgendwo im Zentrum von Wien zu tun. Also auch wir Campesina ist Co-Design. Absolut, absolut. Auch Sie sind eine Plattform für Menschen, um gemeinsam was zu erreichen. Wir sind eine soziale Bewegung und keine Plattform, die etwas Co-Design, sondern wir kämpfen ums Überleben der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Ja, aber Herr Ziegler, Sie wollten auch direkt antworten. Ich möchte antworten auf das Problem der Ungleichheit. Also in Wien gibt es einen großartigen Professor, der heißt Manfred Novak. Und er hat 2015 ein Buch geschrieben, Ungleichheit und Menschenrechte. Er war mein Kollege als Spezialberichterstatter gegen die Folterinnen. Novak weist nach, dass der Adam Smith Unrecht hat, also der Begründer des Wealth of the Nation, 18. Jahrhundert, der Begründer der liberalen Theorie, der sagt, Richness like health is taken from nobody. Der Reichtum, genau wie die Gesundheit, ist niemandem genommen. Nicht, weil ich gesund bin, sind 3 Personen mehr krank im Kantonsspital in Genf. Also Ungleichheit ist einfach ein Ereignis und hat keine sozialen Konsequenzen. Und das ist eben eine Lüge. Novak weist nach in seinem Buch, und zwar ganz akribisch, dass in den letzten 10 Jahren, 2002, 2012, sämtliche in den OECD-Ländern, also in den Industrieländern, getätigten Steuerreformen zugunsten der ganz Reichen ausgefallen sind. Die zahlen immer weniger Steuer. Die Ungleichheit steigt und wird bezahlt von den Ärmsten. Wenn nämlich die Reichsten immer weniger Steuer bezahlen, dann werden die Kassen leer, die Renten sinken, die Sozialausgaben sinken. Oder jetzt ganz konkretes Beispiel. 23 Millionen Menschen sterben jetzt am Hunger in 4 Ländern, Somalia, Südsudan, Jemen und Nordkenia. Und das Welternährungsprogramm findet nicht das Geld. Es müsste 4 Milliarden für 6 Monate haben, das Welternährungsprogramm, um diese Menschen zu retten, weil die Industriestaaten nicht mehr ihre Beiträge in normaler Höhe zahlen. Sie haben 237 Millionen gezahlt. Aus diesem Grund, wegen der Steuerbefreiung, wegen der schleichenden Ungleichheit, sterben jetzt Menschen in Afrika, weil die Industriestaaten nicht mehr die nötigen Mittel haben, um dem Welternährungsprogramm das Geld zur Verfügung zu stellen, damit von Fallschirmen, Nahrungsmittelkisten... Also das ist natürlich ein schwieriges Thema. Nein, das ist nicht schwierig. Doch, das ist so banal. Aber ich muss das ist eine Kausalität von absoluter, totaler Banalität. Ungleichheit
schafft Elend. Ja. Und muss wir sprechen bekämpft gleich werden. Weiter, Herr Ziegler. Die Antwort hören wir gleich. Wir sind gleich zurück bei Pro und Contra. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir haben Jean Ziegler zu Gast, der gerade die Ungleichheit auf der Welt angeprangert hat. Ein Thema auch in seinem neuen Buch, das heißt Der schmale Grat der Hoffnung. Und Sie haben gerade gesagt, dass die Ungleichheit ganz enorm groß ist, so sehr, dass das Welternährungsprogramm das Geld nicht hat, um Menschen, die an Hunger sterben, gerade zum Beispiel im Jemen, zu unterstützen und sie vor diesem Hungertod zu bewahren. Sie wollten da direkt was darauf antworten. Ja, also seit der landwirtschaftlichen Revolution und seitdem die Großwildbestände ausgerottet sind, ist leider Armut der Naturzustand der Menschheit gewesen. Und jetzt erstmal seit kurzer Zeit gibt es Reichtum. Und Sie schießen sich darauf ein, auf diesen Reichtum, dass in den letzten 20 Jahren 1 Milliarde Menschen sich aus extremer Armut fortentwickeln konnten. Und seit diesem Zustand, dieser Naturarmut großer Massen, ist natürlich auch Politik im Sinne von Gewalt oft ein zentrales Rezept. Das stimmt auch, oft braucht es Gewalt, um Dinge zu verändern. Und in dem Sinne muss man Che Guevara zugute halten, dass er sich selbst die Hände schmutzig gemacht hat. Die meisten sind Intellektuelle, die sich nicht die Hände schmutzig machen und die dann also durch Ideen Gewalt legitimieren. Und das würde ich ausschließen, dass die Welt besser sein kann, wenn wir mehr Gewalt haben, wenn wir mehr Menschen haben, die die Waffe in die Hand nehmen, um aus ihrer Warte Ungleichheiten zurechtzurücken, Systeme zu verändern, die sie noch nicht einmal verstanden haben. Und auch nicht also ich glaube, die stärkste Waffe ist die Wertschöpfung. Wir sehen viel zu wenig Wertschöpfung in anderen Ländern der Welt. Ich habe jetzt letzte Woche mein neues iPhone zugeschickt bekommen, da stand drauf Made in China. Wer hätte vor 50 Jahren gedacht, dass mein Must-Have-Produkt hier aus China kommt? Ja, warum kommt nicht das Produkt, was ich haben will, aus Afrika? Warum können wir nicht Innovation in Afrika stärken und die Wertschöpfung dort haben? Wie kann es denn sein, dass die Rohstoffe für ein Handy, was wir alle haben wollen, aus Afrika kommt und die Länder kein Geld haben, um Schultoiletten zu bauen oder auf diese abgeworfenen Lebensmittel angewiesen sind? Das kann nicht sein. Die Wertschöpfung ist die stärkste Waffe und die müssen wir stärken. Herr Ziegler? Ja, da bin ich ja ganz beunruhigend einverstanden, was Sie sagen. Beunruhigt mich sehr. Was beunruhigt Sie denn da dran? Es kann doch nicht sein, dass Sie die Meinung anderer Leute nur deswegen nicht gut finden, weil die aus dem falschen Lager kommen. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Es geht ja nicht um Objektivierung der Instrumentalisierung der Intelligenz. Ganz sicher ist, Tatsache ist, dass diese unglaubliche Ungleichheit im Einkommen, in der Vermögenswelt, die ganz wenig die Herren der Welt in der Hand haben, die unglaubliche Fall. Es gibt einen Papst in Rom, der heißt Franziskus. Das ist ein ganz unglaublich, ein Wunder, dass er da Papst geworden ist in diesem Verein. Das muss ja, Heiliger Geist muss da irgendwie tätig gewesen sein. Und der hat ein Buch geschrieben, jetzt rausgekommen, für eine Wirtschaft, die nicht tötet. Ein Dialogbuch mit einem Journalisten. Und da sagt er, der Franziskus, der Papst, der sagt, es gibt eine neue Kategorie von Menschen, Männer, Frauen, Kindern. Das sind die, die noch unter den Unterdrückten, unter den Ausgebeuteten sind, unter den ärmsten Menschen der Welt sind. Das sind die Ausgestoßenen. Und die werden, und dieser Ausdruck ist von ihm, die werden behandelt wie Abfall. Die sind nicht nur unterdrückt, ausgebeutet, die haben kein Leben mehr, die sind ausgeschossen, auf der Gesellschaft. Die werden nie arbeiten, nie Einkommen, nie anständige Wohnung, nie Menschenwürde, nie die angstlos werden vor dem nächsten Tag. Und die werden behandelt wie Abfall. Das ist eine neue Kategorie Menschen in diesem System der absoluten Ungleichheit. Und das sagt der Papst, nicht irgendein linker Trotzkist oder so. Das sagt der Papst schwarz auf weiß. Und das ist das absolute Skandal unserer Zeit. Es sind 1 Milliarde Menschen ausgeschlossen vom Zugang zu einem kollektiven, individuellen, menschenwürdigen Leben. Und diese Weltordnung muss gestürzt werden. Sie haben den Ansatz Wertschöpfung, Herr Ziegler, wir nehmen eine Frage dran, nämlich Sie haben den Ansatz Wertschöpfung genannt. Sie haben den Ansatz Gesetze genannt und wir haben in der ersten Reihe eine Frage, könnte man das Mikro in der ersten Reihe haben, zu Ihrem Gesetzesansatz. Können Sie die bitte kurz stellen? Mikro kommt zu Ihnen. Und eine kurze Antwort bitte, Herr Ziegler. Meine Frage geht an den Herrn Ziegler. Und zwar haben Sie gesagt, es sollen Gesetze beschlossen werden, welche die Armut verhindern sollen, beziehungsweise
verbessern sollen. Meine Frage wäre jetzt, wer das durchsetzen soll, beziehungsweise wer das kontrollieren soll. Denn wie Sie schon gesagt haben, Sie haben gesagt, dass Studien bestochen wurden, damit die... Nehmen wir die Frage so, wie sie ist, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wer soll das durchsetzen, Herr Ziegler? Diese Gesetze, wer soll sie kontrollieren? Die Gesetze, die die Marktwillkür einschränken. Ja. Das ist der UNO-Menschenrechtsrat. 193 Staaten der Welt, universell, sind Mitglied der UNO. Jetzt alle Staaten der Welt, außer dem Vatikan, aber den brauchen wir wirklich nicht. Und dieser Menschenrechtsrat erlässt Normen, Völkerrechtsnormen, demokratisch durch Abstimmung und so weiter, nach Charta-Prinzip, der UNO-Charta. Und Normen, die neuen Normen, die jetzt anstehen, ist Kontrolle der multinationalen Konzerne, Verantwortlichkeit der multinationalen Konzerne für Menschenrechtsverletzungen, die sie eventuell begehen, vor allem in den Ländern des Südens, wo sie praktisch allmächtig sind. Danke sehr. Das wollen wir durchbringen, und die Konzerne wollen das nicht. Und wir wollen, dass dieser Schritt gemacht wird, dass nicht nur Staaten Menschenrechte einhalten müssen, sondern eben Gesellschaften, wie die multinationalen Gesellschaften, die sehr viel mächtiger sind als die meisten Staaten, dass sie auch verpflichtet sind, Gewerkschaftsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Recht auf Nahrung, Recht auf sauberes Wasser und so weiter einzuhalten. Und wenn sie es nicht tun, werden sie sanktioniert vom Menschenrechtsrat. Diesen Schritt wollen wir machen. Die Konzerne bekämpfen diesen Schritt. Wie es herauskommt, werden wir im September, das können Sie dann in der Zeitung lesen oder bei Plus 4 im Nachrichtensendung erfahren. Der Kampf ist unsicher und alles hängt von der öffentlichen Meinung ab, von der Zivilgesellschaft. Österreich, ich habe es gesagt, ist eine unglaublich lebendige Demokratie. Herr Ziegler, der Anruf ist angekommen. Ich nehme noch eine zweite Frage dran. Es hängt von Ihnen ab, ob Sie sich mobilisieren und sagen, das will ich, dass meine Regierung für diese Konvention stimmt. Es kommt auf Sie an, auf mich und auf uns alle. Bitte eine zweite Frage noch. Das vorne ist das Mikro weg, aber hier in der zweiten Reihe haben wir noch eine Frage. Wollt die meisten Menschenrechtsverletzungen natürlich von Staaten durchgeführt werden? Natürlich fürchterlich. Ja. Bitte. Meine Frage richtet sich an den Herrn Schmidt-Lord. Ich bin von ATTAC. Ich kann dich gerne einladen zu ATTAC. Engagier dich bei uns. Für mich ist klar, es geht nicht darum, mit dieser Stiftungsarbeit darum, wirklich Menschen zu helfen, wie Sie das so schön eloquent verkaufen, sondern es geht darum, Marktteilnehmerinnen zu schaffen, Marktanteile zu erschließen und Profite zu machen im Endeffekt. Ja, auch darum, Kritik zu unterwandern. Das ist die Frage. Bayer reiht sich ein in eine sehr lange Tradition von Konzernen, die zum Beispiel den Freihandel propagieren, die Abkommen mitgestalten, die kleinbäuerliche Landwirtschaft unterwandern, zerstören und damit auch den Hunger kreieren in der Welt. Ich frage mich daher, macht es Sie nicht auch traurig, dass Sie nur Tropfen auf heißen Steinen verteilen können, während Ihr Mutterkonzern Bayer genau diese Strukturen nicht nur unterstützt, sondern aktiv mitgestaltet, die ja eigentlich diese Strukturen, die diese Probleme schaffen, gegen die sie vermeintlich ankämpfen. Herr Schmidt-Lott, bitte eine Antwort. Ja, dann sehen Sie vielleicht, worum es geht. Die Bayer-Stiftung gibt es seit 120 Jahren. Wir schütten 50 Millionen Euro im Jahr aus. Das macht rund, seitdem es uns gibt, 4 Milliarden Euro. Mit 4 Milliarden Euro könnten Sie in Afrika die Menschen vielleicht, ich weiß nicht, 6 Wochen ernähren. Sie können also nichts erreichen. Das heißt, Sie können nur Dinge wirklich verändern, wenn Sie in Innovation investieren. Wenn Sie also neue Lösungen entwickeln für Probleme, die es gibt. Ja, wenn Sie eine Lücke an eine Lücke rein, haben Sie nur eine größere Lücke. Das heißt, Sie brauchen eine Brücke über die Lücke hinweg. Und die Brücke heißt Innovation. Und das machen wir im Kerngeschäft genauso wie in der Stiftung. Und in der Stiftung geben wir unser Geld Menschen, die Geld in Innovation umwandeln können, die neue Lösungen entwickeln. Weil Sie haben nichts davon, wenn Sie irgendwo eine Innovation haben in einem Umfeld, was nicht innovativ ist. Die Innovation ist immer nur so gut wie das Ökosystem, in dem Sie operieren. Und deswegen ist Schnittstellen-Innovation der Stiftung ganz wichtiges Brückenelement, um über diese Lücke hinwegzukommen. Hier gibt es Widerspruch, aber wir haben keine Sendezeit mehr. Bayer gibt 5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung, für Gentechnik, für Pestizide, die Umwelt zerstören, aus und 50 Millionen für Social Business. Herr Ziegler, ein Schlusssatz. Ein Schlusssatz noch von Ihnen, bitte. Ein Schlusssatz. Also der französische Schriftsteller Georges Bernanos hat geschrieben,
Gott hat keine anderen Hände als die unseren. Entweder wir brechen, enden diese kannibalische Weltordnung oder sonst tut es niemand. Absolut. Social Fiction, daran sollten wir arbeiten. Was heißt Social Fiction? Social Fiction heißt, Gott die Welt hat keine anderen so zu gestalten, so zu gestalten, wie wir in ihr leben möchten. Das ist für mich die Zukunft. Dann danke ich Ihnen, bevor wir in eine Atheismusdiskussion abgleiten. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Danke, Herr Ziegler. Danke Ihnen für die angeregte Diskussion und Ihnen fürs Zusehen. Bei uns geht es jetzt weiter mit Fusse will streiten. Damit wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.